darfst hier nicht sein. Hm. Sieht irgendwie ver... Meine Güte. Die machen aber auch immer so einen Stress, Alter. Können wir helfen? Ja. Dann folge ich euch mal. So, was habt ihr mir zu zeigen? Wen soll ich vergiften? Mein Bruder hilft uns mit Gemüse. Nach euch. So viel Geld, ich kann es nicht glauben. Lass mal sehen. Später. Wofür gibst du deinen Anteil aus? Ein gutes Mal, vielleicht ein Bad. Was ist los? Ist der krank? Der ist vergiftet, meine teuersten. Lasst ihn, wir müssen weiter. Bitte, Mutter Gottes. Was ist in euch gefallen? Ich hab das schon mal gesehen. Der Tanz der Bären. Oh Gott, wieder so eine unbemerkt Mission. Wisst ihr, wie gut ich das kann? Ja, okay, und wieder die Anzeigen. Aber ich bin ja gerade am Untertauchen, das ist ganz nett. Was zum Teufel geht hier vor? Ist das der Fluch der Roma? Der was? Gott hilf uns. Keine gute Idee. Oh, jetzt trägt er schon wie... Soll ich euch alle etwa vergessen? Und gleich holt ihn Gevatter tot. Die... Okay. Sind ja nur noch zwei. Ich kann auch drei Leute aus der Ferne vergiften. Gute christliche Ideale wie Nächstenliebe, Gleichheit und Gerechtigkeit sind Pfeiler des Credos der Macht. Boah, meine Hand ist eingeschlafen. Gott, steh mir bei! Ich war ihm nah! Die alten Tricks sind immer die besten. Seid vorsichtig, Ezio. Es heißt, die Truhe sei verflucht. Wohin, Belladonna? Hier lang. Und bleibt wachsam. Kennt ihr den Begriff Ägyptier? Kenne ich. Sie. Wusstet ihr, dass das Wort aus der irrigen Annahme entstammt, mein Volk käme aus Ägypten? Findet ihr das beleidigend? Ach, ich finde es lustig. Mein Volk stammt aus dem Osten Persiens und darüber hinaus. Und doch wurden wir zu Einwohnern eines Landes gemacht, das wir nie sahen. Die Menschen urteilen schnell und korrigieren sich nur langsam. Menschen sind dumm. Manchmal. Ezio, die einfachste Antwort ist doch meist die beste. Woo!
Endlich mein neues Schwert von dem Italiener am Turm auszuprobieren. Es hat wieder heraus. Alles klar. Tja, Rassismus ist halt so, ne? Wird es halt immer geben. Ihr solltet es zählen. Sicherstellen, dass nichts fehlt. Ihr habt unseren Dank, Ezio. Und von jetzt an könnt ihr auf uns zählen. Egal was, egal wann. Gut zu wissen. Wenn ich, sagen wir, Geld leihen möchte, komme ich zu euch. So, Ezio. Das hätten wir mit Bravour bestanden. So. Was ist denn die nächste Mission? Ist das jetzt hier die Sophias Ding? Ja, wir könnten mal zwei Rekruten anwerben. Fangen mit dem, mit der an oder mit dem, je nachdem. Wie gerade so in der Nähe ist. Komm mit dir, sonst werfe ich. Sonst was? Hm? Assassine! Assassine! Was willst du, mein Freund? Assassine! Ja, chill. Ihr habt nichts zu fürchten, Effendim. Ich werde euch nicht verraten. Oh, das hoffe ich doch. Vergebt mir meine dreiste Vorstellung, aber ich bin selbst Assassine in der Ausbildung. Ich bin stark, schnell und habe Schlag bei den Damen. Ein guter Anfang. Wie wäre es mit einem Rennen, hä? Ich beweise es euch. Sagen wir, bis zu diesem Punkt dort? Oh Gott, Rennen. Der Schüler, dieser ehrgeizige junge Mann behauptet, er sei ein Assassine. Zeigen Sie ihm wahres Können, indem Sie ihn bei einem Rennen besiegen. Nun, ich habe wohl einen Moment. Also gut, los! Oh Gott. Achso. Der wird ja immer gezeigt. Oh Gott. Ja, mich... Ich sagte, ich bin gut. Oh. Jetzt geht's los! Ezio ist aber auch irgendwie komisch in letzter Zeit. Steuert sich irgendwie komisch. Habt ihr das gesehen? Vielleicht ist auch nur meine eigene Dummheit. Nett! Ich war da durch. Sieht gefährlich aus. Ich bin dumm. Ja, ich hab's verloren. Oh Mann, ey, ist peinlich. Ich bin einfach scheiße in Rennen. Was für ein Spektakel. Ich bin einfach scheiße in Rennen. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ach, Junge. Lang kein Assassin's Creed mehr gespielt, das kommt auch noch dazu, ey. Also nicht so ganz in der Steuerung drin. Ich sagte, ich bin gut. Das ist keine gute Idee, mein Herr. Ich bin hier. Was tat deinen dazu sich? Oh Gott, oh Gott. Ezio. Jetzt geht's los. Hab ich, mein Freund. Oh Gott, noch 8 Stück.
Oh, und es ging... Ach ja, da lang. Ja. Kann ich meinen Augen trauen? Müde. 13 und... Bäm! Gewonnen, du Wichser. Ihr seid gut, alter Mann. Aber ihr seid auch nicht untalentiert. Jermann, wer ist das? Ah, Ella, komm. Das ist mein neuer Mentor. Ich sagte doch, dass ich Assassine bin, meine Liebe. Und du hast mir nicht geglaubt. Merhaba, Effendim. Wir schnappen nur frische Luft, Ella, und diskutieren Taktiken und sowas, oder? Nein. Wir sprachen darüber, wann eure Ausbildung beginnt. Bei Sonnenaufgang. Jeden Tag. Am Galata-Turm. Verstanden? Evid. Natürlich, Mentor. Ach, Jung. Aber wir haben es geschafft. Alles zählt. Jermann Raga ist bei den Assassinen. Guter Typ. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Du entfernst dich besser von ihm. Ich will nicht sterben. Bitte. Greif an. So eine Scheiße. Wenn ihr das Leben und die Freiheit liebt, schließt euch uns an. Kämpft für den Frieden in unruhigen Zeiten. Ihr seid eine Inspiration, Effendim. Meine Stimme soll eurem Chor gehören. Jo. Das übersteigt. So. Ja, natürlich. Hier sind auch mega viele von diesen. Na gut, dann mache ich gerade den noch. Aufsichtspunkte. Ah, ich mache zumindest die, also da unten, ich weiß ich gerade nicht, ob ich die da ganz unten mache. Ich nehme hier die zwei in der Nähe. Sie müssen umgehen. Wo ist die Wache? Lach nicht so, du Spasten. Komm hoch. Hoch da. So. Synchronisieren. So. Hier meine quecksilberbasierten Mittel gegen Kopfschmerzen. Ja, sei mit euch. Gucken wir mal gerade. Okay. Ich werde jetzt versuchen, auf die andere Seite zu kommen mit dem Boot. Auf die andere Seite zu kommen. Und dabei auf dem Weg zu dem Boot. Zu dem Übergang Ding werde ich noch ein paar Aussichtspunkte machen. Ist das nicht gefährlich? Nee. Komm, hoch.